Ryder, da drüben ist eine Art Höhle. Oh, diese Geräusche. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich eigentlich lang muss. Ich habe das Gefühl, ich laufe im Abseits von dahin, wo ich soll. Sehen Sie sich das an. Das sieht schon eher nach der goldenen Welt aus, die mein Vater erwartet hatte. Dann waren die Langstreckenscans korrekt? Das hier hätte eine Heimat für uns sein können? Ja, vor 600 Jahren. Aber dann, wer weiß. Bei diesen ganzen Elektroblitzen? Was ist das denn? Ein totes Tier, gefangen in einer Art Falle. Und es ist noch nicht lange her. Ob die Aliens sie aufgestellt haben? Falls ja, sind sie zu niemandem nett. Oder sie sind am Verhungern. Wenn das Ding auch nur ansatzweise mit den Pflanzen in der Milchstraße vergleichbar ist, gibt es definitiv Anzeichen für zelluläre Mutation. Er hat überlebt. Ich schätze, das macht ihm zum Alpha-Baum, was? Ja, aber was ist aus all seinen Freunden da draußen geworden? Vom Blitz getroffen und verbrannt. Was denn sonst? Aber schön sieht das Ding schon aus. Was von der Palme, wie ich finde. So, kommen wir hier wieder hoch? Yep. Dieses Biolo... Das Leuchtende ist schon toll. Alter, das ist schon heftig. Boah. Komm ich darüber? Meine Höhenangst, ey. Boah, ja. Ich komm rüber, gerade so. Ich wollte gerade sagen, da komme ich doch gar nicht rüber, aber nee, da ist ja ein Teil. Ich merke, dass gerade diese Stöhngeräusche, dieses das ist noch das Englische, das hört man richtig. Da waren sie doch zu voll, das nochmal auf Deutsch aufzunehmen. So. Ich glaube jetzt... Ja, das war, wo ich jetzt gerade war. Da ist dann wieder diese Ecke. Zum Glück gibt es keinen Fallschaden anscheinend. Okay, dann kommen wir da jetzt gleich wieder vorbei, wo die so anderen Aliens waren. Die Kess. Einfach immer die jetzt in Deutsch ausgesprochen werden. Diese Impulsgeräusche machen mich richtig nervös. Ich muss sagen, schön sieht's schon aus. Also, ich sag mal, so grafisch ist es natürlich von der Umgebung her echt einsame Spitze. Finde ich jetzt zumindest. Bisher. Naja, ich gehe schon links dran. Ich glaube, den Gräder, den habe ich schon übersehen. Ein Weg nach oben, linke Seite. Ja, da wohl wieder Blitze sind. Wird das so schön angezeigt, wo das vorher einschlägt. Soundeffekte sind echt einsam, Spitze. Hören Sie das? Ja, Funkrauschen. Aber es ist ein Muster.
Rauschen wird lauter. Mache ich das jetzt gerade überhaupt richtig? Muss ich hier überhaupt hoch? Ach nee, ich muss einfach nur in die Höhle hier rein. Was wollen Sie? Ich verstehe Sie nicht. Ich komme aus der Milchstraße. Hilfe! Durchhalten, Greer! Wir kommen! Halten Sie Ihren Kopf unten! Umzingeln, Liam! Errichte Tode! Geschafft! Gott sei Dank! Ich habe an mein Mikro geklopft und gehofft, dass es jemand bemerkt. Geht es Ihnen gut? Ja. Wo sind die anderen? Kirkland ist tot, aber Fischer lebt. Er ist bei der Absturzstelle. Er hat ein gebrochenes Bein und braucht Hilfe. Ich sehe mich nach Vorräten um und gehe dann zurück. Bleiben Sie dort, wenn Sie angekommen sind. Wir suchen das Shuttle meines Vaters. Viel Glück. Ich kann es kaum erwarten, von diesem Felsen runterzukommen. Immerhin einen gerettet. Weißt du, wir doch gleich schießen und nicht fragen? Gut. Okay. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir jetzt noch mal einen Fuddy finden. Auf dem Hügel, da ist irgendeine Art Bauwerk. Die Stürme setzen diesem Ort ganz schön zu. Genau wie allem anderen auf dem Planeten. Ich ärgere es gerade, dass ich gerade kein Sprinten kann. So, geht aber wieder. Alles gut. Kann ich hier rein? Naja, hoffen wir mal, dass niemand zu Hause ist. Ich glaube nicht, dass das überhaupt ein Zuhause ist. Wird ja irgend so eine Art Tempelteil sein. Ja, hier lebt niemand. Welchem Zweck dient es dann? Es sieht nicht aus wie die anderen Strukturen. Das Design ist anders. Es muss doch einen Weg geben, das Licht einzuschalten. Das wird nichts. Was da wohl drin ist? Licht einschalten finde ich auch ganz gut. Ich höre schon was pulsieren. Was soll das alles? Keine Ahnung. Das ist eine merkwürdige Alien-Maschine. Ach was. Es gibt nur einen Weg mehr herauszufinden. Sie wollen sie doch nicht etwa anschalten. Einfach anmachen, wird mir jetzt sehen, was passiert. Was machen Sie da, Ryder? Verdammt! Das bedeutet nichts Gutes. Oh. Die merkwürdige Alien-Maschine ist also ein Generator. Ja, klar. Warum auch nicht? Vielleicht hat er irgendwas gemacht. Einfach mal alles anschalten. Das sieht doch alles ganz heimelig aus hier. Dieselbe Sprache wie die Aliens. Was er wohl sagt? Wahrscheinlich tötet alle Menschen. Mist! Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die Selbstzerstörung aktiviert. Das wäre ungut. Oder vielleicht war es auch nur ein Wecker. Das ist auch so typisch, Mensch, immer einfach alles anklicken, wenn man irgendwo neu ankommt. Hey, die Tür hat sich geöffnet. Ist das eine Art Forschungslabor? Möglich. Und dann hat es ein Tornado erwischt.
Genja. Ulnotot Surenat. Janurok. Poesie klingt anders, was? Ich würde es echt gerne verstehen, was sie da sagen. Merkwürdig. Hören Sie das? Sieht aus, als wollten sie einen Tunnel graben. Hat wohl nicht ganz geklappt. Ah, Vorsicht! Was denn? Da! Also jetzt auch noch Killerroboter? Den Geth zu Hause wird es hier gefallen. Ja, das ist wohl wahr. Die hätten ihre Reize frei. Ich glaube, die hätten schon wieder neue Götter gefunden in denen hier. Nun gut, wir wissen, hier ist jetzt nichts Großartiges, also gehen wir lieber wieder. Bevor wir noch was kaputt machen. Irgendwelche Theorien, Aufklärungsexpertin? Es gibt auf diesem Planeten irgendeine Technologie. Und diese Aliens sind daran interessiert. So wie Archäologen? Ja, blutrünstige Archäologen. Das scheint mir das nicht so. Das Wetter ist immer noch schlecht. Was ist jetzt? Sind hier welche? Achtung! Sie haben auf uns gewartet! Oh, verdammt! Sie haben einen funktionierenden Blitzableiter! Verfolgen diese Dinger uns? Fühlt sich langsam so an! Ich hasse solche Hundeteile. So gehe ich nicht unter! Das dürfte die kaum interessieren! Ich hasse jede Art von Hundeteile, die einen so anchargen. Das geht schnell weg hier, bevor wir wieder geblitzdings werden. Und das möchte ich nicht. Weil das Geblitzgedingse ist nämlich schmerzhaft. Nein, empfängt mich jemand! Cora, wir hören Sie! Sie leben! Wir reparieren gerade das Shuttle, aber wir sind umzingelt! Die sind nicht freundlich! Wir sind unterwegs! Der Nachpunkt ist markiert! Los, greifen wir an! Schon mal erwähnt, dass das total unfair ist mit denen, weil die so aussehen wie die Steine? Cora, wir sind da! Sie versuchen uns festzunageln! Und sie machen das ziemlich gut! Erledigen Sie sie, Ryder! Bin schon dabei! Suchen Sie sich Ihre Ziele! Davon gibt's hier mehr als genug! Na komm, raus! Zeig dein Köpfchen! Ich hab einen erwischt! Toxische Umgebung. Was haben wir denn eigentlich getan? Okay. Das wäre geklärt. Die Kavallerie war also noch rechtzeitig hier. Schön, Sie zu sehen. Gleichfalls, Harry. Wie geht es Ihnen? Alle noch in einem Stück. Sie sind gerade rechtzeitig gekommen. Wo ist mein Vater? Er wollte die Gegend auskundschaften, während wir das Shuttle reparieren. Ryder, beim Shuttle finden Sie Waffen und Munition. Decken Sie sich ein. Haben die Dinger überhaupt versucht, mit Ihnen zu reden? Nicht wirklich. Sie haben einfach das Feuer eröffnet. Wie war's bei Ihnen? Wir haben versucht, nett zu sein. Leider haben Sie nicht mitgespielt. Das ist eine Sniper, oder? Viper. Sieht so nach einem Symbol aus. Nee. Ich bin kein Sniper-Mensch. Nur genießt! Boah. Ich will die ganze Zeit mit drei. Ich bin noch zu sehr bevorlaut drin. Oh verdammt! Feindliches Schiff im Anflug! In Deckung! Schnell! Da kommen sie! Sie haben echt Eier! Sie versuchen einen Abwurf! Nicht nachlassen!
Ein Blitz hat ihr Shuttle erwischt! Na komm! Harry, alles okay bei Ihnen? Ja, noch sind wir nicht tot! Noch! Noch nicht, aber gleich! Achtung! Da kommt noch ein Shuttle! Bei diesem Wetter? Ich schätze, wir haben Ihre Aufmerksamkeit erregt. Sind das Hunde? Schön wär's. Die können sich irgendwie tarnen. Die verarschen mich doch. Leider nein. Melden Sie sich. Ich bin hier. Ich lebe noch. Hier. Anwesend. Ja, einer mit Schild zuerst noch. Ich krieg diese Dinger nicht ins Visier. Zu viele! Schießen Sie einfach weiter! Wir schaffen das schon! Bleib was fliegen, Felsen! Akzeptieren Sie es einfach! Ja, ich hab's. Da war die ganze. Ich hab schon gedacht, wo sind denn die Hunde? Das reicht, Liam. Ich weiß, aber Sie haben Kirkland getötet. Ich verstehe Sie ja, aber wir müssen die Ruhe bewahren. Jetzt geht's mir besser. Was ist mit den anderen? Fischer wurde verwundet, aber Greer ist bei ihm. Unser Shuttle wurde zerstört. Leute? Sie ist verletzt! Entdeckung! Durchhalten! Ich wusste nicht, dass Sie Biotikerin sind. Keine Sorge, es ist nicht ansteckend. Vor dem Angriff konnte ich unser Comm-System reparieren. Das rettet uns das Leben. Ruhen Sie sich jetzt aus. Sam, bist du da? Hofrau Carling eingerichtet, bestätige Ryder. Der Pathfinder will mit Ihnen sprechen. Ein Glück, dass es dir gut geht. Wie ist die Lage? Liam und ich sind bei Korra. Wir haben Verletzte. Die gute Nachricht ist, unser Shuttle ist repariert. Wir können zurück zur Arche. Nicht bei diesem Sturm. Der Flug wäre zu riskant. Unsere Verletzten brauchen dringend Hilfe. Hast du einen Plan? Das Problem ist der Sturm. Also lösen wir das Problem. Wir reden hier über das Wetter. Ja, und ich habe eine Idee. Komm zu meinen Koordinaten, dann... Verdammt, Sie haben mich gesehen! Sir? Sir! Kommen Sie beide allein klar? Ich kann Sie stabilisieren. Kurzfristig. Gehen wir. Sam, hast du die Position des Pathfinders? Ich markiere den Navpunkt auf Ihrer Karte. Sieht aus, als wäre es in der Nähe. Beeilen wir uns. Wir müssen dort sein, bevor der Sturm losbricht. Keine Umwege. Was wollte sich mein Vater ansehen? Er hat versucht, mehr über diesen Turm herauszufinden. Nun, laut Navpunkt ist er dort ganz in der Nähe. Seien Sie vorsichtig. Die Sturmfront wird bereits intensiver. Schön, dass du wieder da bist, Sam. Wie wär's beim nächsten Mal mit guten Nachrichten? Der ganze Planet ist eine einzige schlechte Nachricht. Wow. Ich hab immer Angst, dass ich hier irgendwelche Schluchten runterfinde. Sam hat recht. Wir haben nicht viel Zeit. Da, diese Stangen. Sie ziehen die Blitze an. Wenn wir uns nah an dieser Wand halten, sind wir vielleicht vor ihnen sicher. Hier sind Leichen. Und diese Kerle sind nicht durch Blitze gestorben. Brandmunition. Mein Vater war offenbar fleißig. Er war ein N7. Mit denen ist nicht zu spaßen. Okay, die Stangen waren eine ziemlich clevere Idee. Nur so kann man hier überleben. Und indem man auf alles schießt, was sich bewegt. Wir sind nah dran. Dem Nachpunkt zufolge ist mein Vater da oben. Sir. Kopf runter.
Ich denke nicht, dass dies Ihr Heimatplanet ist. Ja, wir haben ein Labor gefunden. Sie haben diesen Ort erforscht. Gut, du hast tatsächlich was erkundet. Das ist mein Job als Aufklärungsexpertin. Richtig. Und du schlägst dich gut. Feuertaufe bestanden. Sir, Sie sagten, Sie hätten eine Idee wegen des Wetters. Die Energiewolke, die die Hyperion gerammt hat, beeinflusst den ganzen Planeten und stört das dort. Der Turm hängt in einer Feedbackschleife mit der Wolke. Gemeinsam stören sie das gesamte Klima mit umgelenkter Energie. Das passt zu einer Höhle, die wir entdeckt haben. Die Pflanzenwelt darin war vor dem Sturm geschützt. Klingt logisch. Und ich denke, wenn wir da reinkommen und den Turm abschalten können... Verschwinden die Blitze. Und wir kommen mit dem Shuttle hier weg, theoretisch. Wir müssen nur an denen vorbei. Wir bauen auf eine Technologie, die wir kaum verstehen. Die Alternative ist mit 85%iger Wahrscheinlichkeit der Tod durch Blitzschlag. Okay, so betrachtet. Machen Sie sich keine Illusionen. Uns erwartet ein harter Kampf. Immer noch besser als die Blitze. Ich hoffe nur, der Konflikt mit diesen Typen eskaliert nicht noch weiter. Es heißt wir oder die? Die natürlich. Leider sind wir in der Unterzahl. Da kann ich helfen. Wir ändern einfach die Zahlen. Gut.